An einem Tag, an dem die Meisterschale vergeben wurde, sind es doch diese Bilder, die berühren Markus Steuerwald nach seinem letzten Spiel für den VfB Friedrichshafen. Es wird gemutmaßt, ist es ein Karriereende oder ist es nur ein Ende am Bodensee? Letzteres ist definitiv, weil Cedric Enar und seine Berlin Recycling Volleys auch das letzte Finalspiel für sich entscheiden konnten gegen den VfB Friedrichshafen, der völlig umgekrempelt wurde. Joe Worsley im Zuspiel, genau wie in der Mitte mit Arno van de Velde und David Fiel Rodriguez statt dem angeschlagenen Nehemia Mote und Markus Böhme. Einmal alles auf links und es ließ sich gut an zu Beginn für den VfB, weil hier Joe Worsley kämpft wie ein Tiger. Und trotz schlechtem Zuspiel Linus Weber gute Lösungen fand. Der Ex-Berliner auch eher in seinem letzten Spiel für den VfB Friedrichshafen geschickt in den Block. Der Videoschiedsrichter klärt auf, da war noch einer dran, Eder Carbonera. Zum Ende des Satzes dann Ungemach für den VfB. Benjamin Petsch an der Aufschlaglinie. 6 Aufschläge, 4 Asse seit dem Stand von 17 zu 17. Er gibt 23-17 und ergab in der vollständigen Formel kurz darauf den ersten Satzgewinn in Spiel 3 der Finalserie für die Berlin Recycling Volleys. Samuel Tuya, ein erster Schritt Richtung deutscher Meisterschaft war damit getan. Und die Berliner weiter in Spiellaune. Satz 2 dann von vorne weg diktiert und Satz 2 immer wieder mit Benjamin Petsch. Der US-amerikanische Diagonale, auch er fand geschickte Lösungen. Auch er war immer wieder erfolgreich in seinen Angriffssituationen. Und auch der Jubel, das sehen wir gleich, formvollendet schön. Er führte also sein Team Benjamin Petsch und sorgte kurz darauf für den spektakulärsten Block der Partie. Was für ein Kracher! Spreadblock gegen Rares Balean. Das sieht man nicht so häufig und ist hochgradig spektakulär. Benjamin Petsch mit einer starken Leistung in dieser Finalserie. Und das ist bitter und das ist so frustrierend, wenn dieser Mann sich mit gefühlt 4 Metern Höhe vor dem Angreifer aufbaut. 3 Jahre kommen die Berliner noch in diesen Spielgenuss von Benjamin Petsch, 2 Jahre mindestens noch in den Genuss von Sergei Grankin und der bediente Cody Kessel zum 2:0, spielte seinen Außenangreifer blockfrei und dann kracht es natürlich. Berlin damit nur noch einen Satzgewinn vom Titel, vom 5. Titel in Serie entfernt. Durchgang 3, dann der ausgeglichenste am Bodensee. Dejan Vincic mit tollem Zuspiel für Linus Weber. 5:5, die Friedrichshafener warfen noch einmal alles in die Waagschale, was sie zu bieten hatten. Machten ein gutes Spiel, Berlin eben nur den kleinen Ticken besser. Und zu diesem kleinen Ticken zählte auch Eder Carbonera. Berlin immer wieder stark über die Mitte, der Brasilianer mit großen Vorschusslorbeeren gekommen. Olympiasieger, ganz erfahren im Laufe der Saison, steigerte er sich und ist pünktlich zum Finale in Weltklasseform. Genauso wie, Sie werden es ahnen, Benjamin Petsch, der US-Amerikaner, machte vom Aufschlag erneut den Unterschied. Hier Nicolas Maréchal auf dem falschen Fuß erwischt. Berlin Break 4. Berlin Satz vor und das bedeutet 3:0 in der Finalserie, 3:0 auch im letzten Spiel. Berlin ist deutscher Meister. Das 5. Mal in Serie und das 2. Mal in Serie wird in fremder Halle gefeiert. Markus Steuerwald muss in eigener Halle trauern. Das also das Spiel, das zu diesem Bild führt. Sergei Grankin 1, 2, 3 und hoch die Schale. Glückwunsch nach Berlin. Und die letzten Bilder und letzten Worte gehören Markus Steuerwald. Deutscher Meister, Pokalsieger. Olympiateilnehmer, das war sein emotionaler Abschied aus Friedrichshafen. Vielen Dank für alle, für die Unterstützung, über all die Jahre. Für uns ist Zeit für was Neues, aber genau, jetzt freuen wir uns auch. Berlin hat es gut gemacht, herzlichen Glückwunsch. Und ja, ich denke, verdient deutscher Meister. Aber wir haben es probiert, wir haben alles probiert. Ich denke, das war, ja, war vielleicht jetzt nicht unsere Serie. Glückwunsch an Berlin und ja, alles Gute für die Zukunft.